meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metro. Ich versuche mich wieder einmal an dieser blöden Stelle. Ich habe beschlossen, ich werde auf jeden Fall den einen, der hier rumläuft, ausnocken, wie ich das eine Mal schon gemacht habe. Naja, ausnocken. Ausnocken ist bei denen ja direkt töten. Hat uns hier das letzte Mal nicht gesehen. Ich bin auch nochmal kurz zurückgelaufen. Hab noch ein paar Leute ausrauben können, was Munition angeht. Und hab mir meine normale Pistole wieder geholt. Weil ich das Gefühl hatte, dass die mit dem Dings drauf einfach keinen Schaden macht. So. Das kann mich mal. Ach, verdammt. Ich wollte ihn eigentlich erschießen, bevor er das macht. Metro for the pure race! Sind jetzt alle tot? Nee, ist, glaube ich, nur einer tot, oder? Hallo. Es fällt auf, wenn ich hier plötzlich lang laufe, ne? Was haben wir hier? Aha. Schön. Ihr seht wahrscheinlich wieder nicht wirklich was. Aber Hauptsache, ich kann mich ein bisschen hier durchschleichen, damit ich nicht zu viel Muni verliere. Da oben ist einfach nichts. Okay. Wie mache ich es dann? Der lief ja immer hin und her. Die stehen dort. Ich muss das mal ein bisschen im Auge behalten. Der läuft bis da hinten hin. Der steht dann dort. Okay. Ich weiß halt nicht, wie es dahinter aussieht, ne? Ich habe jetzt gesehen, dass es auf dem Weg hierher nicht mehr automatisch gespeichert hat. Als ich zurückgelaufen bin, ja, da an ein paar Stellen, aber sonst. Ich denke mal, die werden auch weiterhin einfach dort bleiben, am Lagerfeuer. Der läuft bis dort hinten hin. Okay. Also der eine macht wirklich so eine Runde. Der geht dorthin, dorthin, dann dorthin. Und der andere, der geht einfach nur hin und her. Okay, vielleicht kann ich den ja trotzdem damit dann erledigen. Mit etwas Glück. Vielleicht jedenfalls. Müsste doch jetzt auch gleich weggehen, ne? Der geht, glaube ich, ein ganzes Stück weiter rein. Okay, der Typ geht weg. Der andere wäre schön, wenn er jetzt schon wiedergekommen wäre. Okay, okay. Ich kann dich erwischen. Hoffentlich auch ohne, dass es jemand sieht. Uhuhuhu. Aha, da könnte ich hoch und dann dort rein, aber da will ich. Das will ich nicht. Ich will dahinter. Ich will nicht dort oben hin, weil da weiß ich, dass einer dort steht, aber mit dem Rücken zugewandt und der andere steht dort. Den könnte ich niemals unauffällig begegnen. Ich glaube, das ist jetzt echt momentan für mich jedenfalls die beste Strategie, dass ich das gesehen habe und da durchgelaufen bin. Wenn ich wüsste, da noch jemand langläuft.
Naja, werde ich ja gleich sehen, ne? Noch ein bisschen warten, ein bisschen warten. Hier muss man viel Geduld haben, wenn man nicht auffallen möchte. Na, komm zurück, ich höre dich schon mal. Dass sie sich auch nicht wundern, dass da jemand tot liegt. Nee, ist ganz normal. Dass da einer tot liegt, das ist vollkommen normal. Oh nein. Verdammt. Verdammt, nicht euer Ernst. Hier ist nichts. Och nö. Ich hoffe, der geht nicht zu weit hier rein. Oh, das dauert so Ewigkeiten. 5 Millionen Jahre später. Verdammt, ich muss die Leiter hoch. Ach, Mist. Ich habe gehofft, das könnte ich umgehen. Mal gucken, wie weit er jetzt hier reingeht. Hoffentlich nicht zu weit. Ah, der geht bis dorthin, okay. Geht bis zum Feuerchen. Na, komm. Verdammt aber auch. Verdammt, ich muss die Leiter hier hoch. Puh. Ja, der steht mit dem Rücken zu mir. Der bemerkt mich auch nicht. Oh, der läuft hin und her, okay. Wie weit läuft er? Nicht weit? Ah, der steht schon mal mit dem Rücken zu mir. Dass sie unten mich auch nicht sehen. Oh ja, warum auch? Warum auch? Ich glaube, der läuft jetzt wieder zurück. Okay. Ich denke nicht, dass er mich jetzt hier sieht. Ich hoffe es zumindest. Dann ist da hinten einer. Am Lagerfeuer. Ja, komm. Näher, komm. Ich habe ein Faible dafür, den in den Arschbacken zu treffen. Okay. Diesmal kriegen wir es ganz gut hin. Ich habe aber auch diesmal einen klaren Kopf. Okay, da hinten ist Licht. Da ist der Typ am Lagerfeuer. Ist da noch einer am Lagerfeuer? Und was ist da an der Seite? Nee, ist nur er, ne? Vorsichtig. Okay, ist eine Tür. Huh. Huh, ich hab's gleich geschafft. Oh mein Gott, ich kann's gar nicht glauben. Mal ein bisschen ausnehmen. Ich kann das echt nicht glauben. Das auf jeden Fall. Ausmachen. Brauchen wir nicht. Dann können wir hier raus, ne? Oh, bitte lass es schon vorbei sein, bitte. Ich sehe hier keinen. Das ist doch 100% eine Falle.
Sicherheitshalber spielen. Dass ich das auch nicht ausmachen kann. Oh, da ist eine Kiste. Mit ein paar netten Sachen. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass die Shotgun, die ich dabei habe, mehr als einen Schuss hat. Ich muss nur länger gedrückt halten zum Nachladen. Es hat vier zum Aufbewahren. Und dann nochmal zwei. So. Oh, fuck. When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Shouldn't we call the Gestapo? It'll take them forever to get here from Reich. Who'll watch this pig till then? Good point. All right, you red scum. Offer a prayer to your Marx or whoever. Hey, maybe if you beg, we'll think about killing you quickly. You know, one thing I like about the bad guys, there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger. You owe me one, kid. You don't look like a Red. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Okay, let's move to the armored car. Okay, aber ich möchte noch ausrauben, okay? Okay, Pavel, here's the plan. You'll take him in the armored car to our real car. After that, we'll be real close. Just the hall and the black station. And what about the mission? Hey, Miller will hand you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's meet up at the Black Station. Heißt der eine... Be careful out there. Wirklich Pavel? Ist das jetzt unser Pavel, der eigentlich bei den zu den Roten gehört? Oh Mann, da sind noch so viele Messer. Ich will die alle mitnehmen. Das kann ich auch aufmachen. Soll ich das mal aufmachen? Ich mach das mal auf. Wow. Spektakulär. Und zwar gar nichts. Das hat sich gelohnt. Aber wenigstens bin ich nicht alleine. Oh, vielleicht sollte ich meine Waffe ausrüsten, anstatt meine Wurfmesser. Ich kann die doch einfach die Arbeit machen lassen. Ja, das klingt doch ganz gut. Der hat noch was ich ausrauben kann. Die haben alle so komisch roten, glühende Augen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate a machine gun, kid. Well, guys, good luck to you. Ich kann leider auch nicht erkennen, ob er Pavel ist oder nicht. Oh nein. Oh, seriously. Oh nee, sowas mag ich gar nicht. Ich komme mit sowas nicht klar. We'll try to get past the roadblocks quietly. Keep your cool and they might overlook the fact that we're standing in for the crew. If it all goes to hell, just do as I say. Okay, also noch nicht schießen. Ah!
Wieso drücken sie E? Achso. Zum Hupen. Wenn ich mehrmals gehupt hätte, hätte ich mich dann schon verraten? Ich weiß es nicht. Hallo Leute. Ich hab gar nichts gemacht. Ich gehöre eigentlich zu euch. Glaubt ihr mir das? Bitte. What are you doing out here? This vehicle is not on the transport schedule. We've been sent to the forward roadblock, Herr Officer, to deliver the ammo. They've already received the ammo shipment. Who are you? Raise your eye shield. Stop! Alarm! Manual vehicles! La 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 la. Ich schieß einfach. Vielleicht treffe ich. Bezweifle es zwar, aber... Das ist ein bisschen blöd zu treffen, nur mal so ganz nebenbei. Oh! Da ist auch einer. Sag das doch wer. So, der ist erledigt. Oh, von vorne sieht aus, als würde da was kommen, ne? Oh, der ist tot? Feinde zu linken. Links, 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 links. Wo ist links? Oh ja, bleib noch mittendrin stehen. Ich drück gar nicht mehr. Ich bin schon tot. Was war denn das?